Servus und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's, wie jeden Donnerstag, das aktuelle Schiffswrack. Dann spielen wir einmal den Modus mit dem größten Bonus und dann verrate ich euch noch alle Rabatte die Woche. Fangen wir an mit dem Schiffswrack. Das findet ihr heute in der Nähe von der Militärbasis Fort Zancudo. Und zwar ist das hier an so einem kleinen Steg. Da könnt ihr einfach hinfahren. Ich mache das ganz gerne mit dann so einem geländegängigen Fahrzeug. Ich habe hier den Contender genommen. Der ist ein bisschen höher, da kommt ihr hier ganz gut hin, durch den Schlamm durch. Und hier ist das an diesem kleinen Steg. Ihr könnt das auch gut erkennen. Nebendran sind diese komischen Landauswüchse, sage ich jetzt mal. Und dann hier direkt an dem Steg. Kommen wir zum Modus, wo dreifach drauf ist. Das sind diese Woche Luftrennen. Ich habe das einfach mal in doppelter Geschwindigkeit, damit es nicht so lange dauert. Was wir am Ende bekommen haben, seht ihr dann noch. Es gab nicht viel, aber es gab trotzdem ganz gut RP. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr am besten aufleveln könnt, da könnt ihr ganz sicher diese Woche was machen. So, ansonsten haben wir dann noch die Rabatte und die ganzen Bonusmodus. Die erzähle ich euch hier jetzt, während ich da nebenbei in doppelter Geschwindigkeit den Job laufen lasse. Also, dreifach haben wir, wie schon gesagt, diese Woche auf die ganzen Luftrennen und auch auf die Luftfracht. Also das ist die Fracht, die ihr in eurem Hangar einlagern könnt. Doppelt gibt es auf die Security Contracts, das sind die aus der Agentur, die Flugschule-Mission und den Falltür-Gegner-Modus. Ansonsten gibt es noch 25% auf die ganzen Agenturen, 40% auf Hangars und auch 40% auf ein paar Flugzeuge. Das ist nämlich die Alpha Z1, denn das Ultraleichtflugzeug, das ist dieser Gleitschirm, glaube ich, mit diesem Motor hinten dran. Den Sea Sparrow, das ist der Helikopter, der auch auf Wasser landen kann. Ansonsten gibt es dann noch auf einige Sportwagen und auf die Hydra Rabatt. Auf die Hydra gibt es 15% Rabatt, dann haben wir 30% Rabatt noch auf den Cheetah Classic, auf den Cinque Mila, das ist wieder ein Agenturfahrzeug, den Visione, den Weevil, das ist der Käfer, den Seabreeze, das ist auch ein Wasserflugzeug, die Tula, das ist dieses senkrecht startende Flugzeug, und die Velum als Fünfsitzer sogar. Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Hier seht ihr dann gleich auch, was wir bekommen haben bei den Luftrennen. Es sind nur noch ein paar Checkpoints. Die haben wir gleich auch geschafft. Insgesamt haben wir nicht ganz 4 Minuten gespielt. Hier gehe ich dann wieder auf die normale Geschwindigkeit. Ich bin da jetzt Erster geworden. Wir haben nur zu zweit gespielt und ich habe trotzdem meiner Meinung nach ganz gut verdient. 11.000 bzw. fast 12.000 und 4.200 RP. An sich klingt das jetzt nicht viel, aber wenn ihr mit mehr Leuten spielt, ist es dann auch eine ganze Menge. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst jetzt Bescheid, wo diese Woche Rabatt ist und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Ciao.